Alter! Alter! Oh, no, Alter. No, 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 no. Ja, super. Oh. Wer seid ihr? Was führt euch in mein Haus? Oh, diese Schauspielkunst. Was macht die da? Warum sieht die sich erwartet? Um mein Herz zu stehlen. Boah, Daniel, stille meine Lenden. Ich glaube, hier most pervert discussion ever in Elder Scrolls. Na, die reden davon, den Schritt des anderen zu essen, Daniel. Ich glaube, da verstehst du nicht. Ich würde gar nicht verstehen. Die kannst du fressen. Ja, jetzt bin ich Stufe 1, das reicht. Die haut schon ab. Naja, es sieht nicht so aus, als wären hier irgendwelche Wachen oder so. Na, sehr gut. Es muss doch mehr zu sehen geben. Wohl, den Kopf kriegst du auch so. Das ist ein komischer Vampir, warum trägt er mit seinen Händen? Die beiden. Hat sie einen Penis braucht oder was? Die kann erst schlafen, wenn sie Sex hat oder was? Das ist doch die Unterbotschaft hier. Ihr habt vor, mich meinem Ehemann zu rauben? Aus der Und ist schon klar, dass das kein Mensch ist. Ich stahl nur euren Schlaf, den ich eurem Gatten schenke. Seine das ist so ein Elf, Nachtelf und Katze. Was wisst ihr schon von Liebe, Ungeheuer? Ihr empfindet keine. Und von mir werdet ihr auch keine empfangen. Dann kommt denn das Kind da raus. Die wissen nichts von Liebe. Guckt uns an. Und es funktioniert. Ja, irgendwie schon. Wir sind so sehr verliebt, dass wir jetzt sind. Schon wieder bedeckt. Ich glaube, der inspiziert mich. Das geht doch gar nicht, oder? Nee, der geht irgendwie so komisch nah an mir ran, als würde er irgendwie an mein Gesicht ranzoomen wollen. Der will dich küssen. Vielleicht fragt er dich jetzt gleich, kannst du mich beißen? Hat er leider nicht gesehen, Daniel, der ist im Mühe. Sehr gut. Ah, wir haben heute schon große. Ich fresse, Daniel, ich fresse! Sehr gut. Jetzt bist du länger. Jetzt kann ich laufen, guck mal, Daniel. Er wird uns in Stücke reißen. Was? Redet der von mir? Ich glaub. Ja, lang. Ich fresse wieder, Daniel. Ich glaube, mein alter Daniel, der liegt da, ich weiß nicht. Der hat gerade gesagt, er riecht nach nassem Fell und nach Tod. Oh, Daniel, boah, bist du langsam. Ach, schade. Nicht die Spieler essen. Der ist schon wieder Black Mega. Ich weiß nicht, lag dein Opa auch? Was? Meiner lag irgendwie am Boden und hat gesagt, er riecht nach nassem Fell und Tod. Hat der nicht damit gesagt, den Tod? Weißt du, wie der Typ hier heißt? Clever, Daniel, der hat. Wo siehst du denn den Namen? Bei mir stehen die gar nicht da. Daniel, das war auch nur ein Scherz. Das ist ein felsiger Freak, das ist der Perry Lover. Felsiger Lieber.
der riecht die ganze Zeit von seinen Lendenkosten. Alter, das ist gruselig. Hast du das gerade gesehen? Der hat so einen Geister-Move nach vorne gemacht, während sein Kopf von hinten geklappt. Ey, kein Wunder, dass er keine Frauen kriegt, der so... Ja, den will er dich nicht mehr, Bitch. Was? Wie? Nur weil die keinen Sex hatten, wurden die zum Grabe gezwungen? Was ist das hier für ein System? Also wahre Liebe, das verstehen wir nicht. Ja, genau. Und was ist das, was wir haben? Das weiß niemand. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also noch ein Frostroll. Kannst du von dem trinken? Nö. Bestimmt nicht. Der Opa liegt. Oh, der liegt nicht auf. Ab. Der hat Schiss, Alter, ey. Kann man denn von dem viel Schiss haben? Wir sind was viel Schlimmeres als der Troll, ey. Trink von dem da. Der hat ein Buch. Dann kriegen die bestimmt ja alle auf die Luft, ey. Mach das nicht. Ey, gut, ey. Voll verspätet ging das scheiß Eis da kaputt, ey. Ich hab gar nicht gesehen, wie er kaputt gegangen ist, ey. Und ich hab's nur gehört. Und zwar zweimal. Wir haben keine Zeit für solche Kleinigkeiten. Wir müssen Zeugs töten. Ja, keine Zeit für Future Physics. Ja, egal, wo du drin bist, ey. Ich bin in einer scheiß Eishöhle, ey. Ich friere mir mein Fell ab. Oh, schon wieder. Bin bereit. Dann guckt ihr uns jetzt so an, geh gefälligst. Am Pickelweg. Geht diese Treppe hinauf. Lutsch den Lutscher für mehr Abdeck. Wo ist denn der Gürtel da? Joink. Der Schild! Sobald ich den Gürtel anlege, kommt der Schild. Wie? Du tanzt immer ohne Gürtel? Du hast das doch gar nicht gesehen. Lass mal sehen, ob ich jetzt Fähigkeiten habe. So, ich habe da 5 von 5. Ich habe einen Kriegerpoeten. Habe ich auch 5 von 5. Geht doch. Sehr schön. Amazing. So, zum Beispiel lustig, dass du dir gemerkt hast, was das drauf hat, wenn ich jemanden fresse. Ich wusste gar nicht mehr, was das kann, ey. Du hast halt einfach nur... Ja, ich wollte es einfach nur machen. Einfach nur wegen dem Spaß. Ja, ich kann fressen, ohne verhaftet zu werden. Aber müssen wir mal im Internet gucken, wenn wir keine Lösung finden. Dann muss irgendeine Lösung geben, das kann doch nicht so dämlich sein. Wahrscheinlich How to be a Vampire. How to be a better Vampire. Ja. How to eat. How to sparkle in the dark. Wie und Edward. Die leuchten doch in dem Licht. Warum leuchtest du denn im Dunkeln? Ich bin wie Edward aus Twilight. Der leuchtet in der Sonne, Daniel. Ja? Ja. Yeah. Ja, keine Ahnung, ich hab den Film nie gesehen. Ich weiß nur, was der Scheiße ist. Du Pisser, ey, hast du den Film nicht gesehen? Ich hab alle Teile gesehen. Was ist das denn für ein Leben, ey? Schon wieder Pferde. Ah, Troll! Ey, ist ein Riesentroll. Und das klappt oder nicht, dann verwandle ich mich jetzt, ey. Okay, ich möchte nicht ab.
Und jetzt haut er ab. Ich laufe, Daniel. Ich laufe. Ich kann noch mal fressen. Wie behindert das aussah. Wie behindert der Sprung aussah, ey. Ich habe gar keinen Schaden genommen. Aber jetzt wissen wir, ein Fall von hoher großer Höhe verlässt einen wieder zum Menschen werden. Jetzt bin ich auf einmal Mensch. Statt Org. Was du da, soll ich dort schon sagen, applaudiert? Daniel ist ein Buch, ey. So was habe ich noch niemals gesehen. Das muss ich mir merken. Wenn du runterfällst, wirst du wieder zum Menschen. Ich bin schon wieder so weit entfernt, ey. Auf, Arschloch. Oh. Warte mal, wieso muss ich denn noch mit dem Typen hier reden? Ja, weil ich das verbrochen hatte. Ja, ich wollte da gar nicht sprechen, dann ist der Kopf wieder angegriffen und dann bin ich irgendwie runtergefallen. Da kam dieser Pistroll und das alles von. Und dann bin ich da runtergefallen. Der Daniel, der von der war nicht, ey. Das war voll geil runtergejumpt, das war voll episch. Hat hier dein Geschrei irgendwie. Am Ende muss irgendwie das Geschrei von dem Werwolf da drin sein. Oh Gott. Das überlebst du nicht, Daniel. So stark bist du auch nicht. Ja, mein Pferd. Oh, ich bin tot. Was? Ich lebe noch. Oh Gott, ich falle immer weiter. Scheiße. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Daniel, das war so unnötig von mir. Ich hatte es überlebt und ich wollte dann weiter auf den Felsen und dann bin ich runtergefallen. Boah, ich hasse es. Ja, ich hab's auch überlegt, dann bin ich kurz runtergerutscht und dann war ich tot. Was? Bist du gestorben? Ja. Okay. Aber ich hatte es überlebt, ich hätte nicht sterben müssen. Bah. Da siehst du, Daniel, wir sind heute schon wieder, weiß ich nicht, zweimal gestorben. Ja, aber nicht von Gegnern. Sondern wegen Blödheit. Das macht es nicht besser. Kommt drauf an, wer ist blöder, wir oder die NPCs? Das macht es auch nicht besser. Ich meine, Daniel, das sind künstliche Intelligenzen, die sind uns weit voraus. Eigener Taschen. Ah, Krokodile. Was wollt ihr denn von mir? Natürlicher Feind von Werwolfen, ne? Was? Krokodile, sagen wir mal, das war einfach ein riesiger Lurch, der irgendwie die Kreuzung aus Lurch und Enel war aus One Piece. Wollt schon wieder? Geil. Kann ich endlich mal wieder Sachen hier kaufen. Ich habe immer noch 30 oder so. Was? Ja, klar. Was bist du denn? Jedes Mal, Daniel, wenn ich dir sage, wie viel ich von den scheiß Punkten habe. Was? Wie? Wie? Gibt's die gar nicht mehr hier auswählen, wie jetzt? Doch. Aber ich hole mir nicht jeden Scheiß. Ich hole mir nur das, was ich haben will. Klar, nein, es bleibt völlig unnötig, weil die das gar nichts gebracht hat. Ich bin jetzt ein Scott. Ja. Oh Gott. Mein Pferd kam vorbeigesprungen. Was hat der? Du hast dich gedreht mit deinem scheiß Pferd. Kannst du nicht mal wie ein normaler Mensch landen? Ich meine, du musst nicht wie eine Katze sein, aber warum drehst du dich denn einmal um dich selbst, wenn du da runterfällst, ey? Oberschenkelknochen. Ich bin richtig am Speisen hier.
Können wir jetzt ein Skelett hier beschwören, so wie Spyro? Oh, dann ist, guck mal, jetzt bin ich ein Schwarzer. Ah, oder verändert hast. Ja, vorher war ich ja irgendwie mehr so bräunlich oder so. Los, fang an zu tanzen, Skelett. Na, what's the Scooby-Doo coming? Was dann zu singen, so. Oh yeah. Wow. What is it? What is love? Baby, don't hurt me. What? Sing was ganz anderes. Ich mach voll, dass ich da rede. Ich glaube, ist der Rippen von dir. Ja. Like, seriously, mit wem reden wir? Mit Gott? Was heißt denn hier wir? Müssen wir von dem auch das Skelett finden? Ja, ich bin schon die ganze Zeit an. Was? Der Typ, der folgt mir jetzt. Aber ich will mit dem Skelett reden. Also mit dem Skelett. Da noch ein Skelett? Ja, hier am Boden. Also. Ich hab gesagt, das. Mein Gott, sie haben auf dich gehört. Irgendwie ist hier nichts. Hier ist nichts. Hier ist eine Frau, aber ich kann die nicht ansprechen. Aber nein, ah, jetzt. Ich lasse euch mit der Geschichte. Ja, immer noch nicht. Da steht so, sprecht mit, Warum habt ihr zugelassen? Ja. Ich will mit dir sprechen, aber ich kann die nicht ansprechen. Ja, das Skelett muss jetzt mit der reden. Ja, ich hab da aber nicht mehr Wizard. Ah, da. Weiß ich. Er hat Angst vor dir, weil du ein Werwolf bist. Oder immer den seine Oberschenkel knabberst oder was? Was? Der soll aufpassen, dass ich den nicht fresse. Ich bin ja nicht der Freund von dem. Deswegen ist er ja. Deswegen hat er dich ja nicht verfolgt, ey. Was mit ich kenne schon genug Freaks, Daniel, ernsthaft. Hast du mit der geredet? Ja. Gut. Soll ich jetzt mit dir reden? Ja. Ich spuck dir in den Mund, ne, erst über die Schulter. Ah, Feuer, meine Schwäche. Ist das ein Messer? Ja, ist das, das ist ein echtes Messer und ein Messer, meine einzigste Schwachstelle. Kein Schaden. Ja, ich auch nicht. Ja. Was geht? Jetzt kann meiner Kontrolle. Okay.